Der Fellfreund Bogi. An diesem Morgen wollte Chase unbedingt als Erster in der Zentrale sein. Er beeilte sich so sehr, dass er sogar Ryder über den Haufen rannte. Entschuldigung, das wollte ich nicht. Du hast es ja eilig, Chase. Aber der kleine Polizeihund hatte nur Augen für Skye, die bereits vor dem großen Bildschirm stand und die lustigsten Bewegungen machte. Ist die neue Version Bell Bell Boogie 2 Schüttel die du schon da? Ich hab gehört, sie kommt mit dem nächsten Zug. Noch nicht, Chase. Ich spiele die alte Bell Bell Boogie Version. Willst du mitmachen? Oh ja, tanzen wir den Boogie. Mit einem Satz sprang Chase neben Skye. Jeder von ihnen stand auf einem Spielteppich, auf dem verschiedene Symbole abgebildet waren. Ziel des Spiels war es, mit den Pfoten genau die Bilder zu berühren, die auf dem Bildschirm in schneller Folge wechselten. So entstanden die lustigsten Tanzschritte. Oh oh. Allerdings war Chase noch ein bisschen langsam. Ganz im Gegensatz zu Skye, die keinen einzigen Fehler machte. Wow, der Schritt ist super cool, Skye. Sogar die Drehungen konnte sie. Skye, wie schaffst du es bloß, diese schwierigen Schritte ohne Fehler zu machen? Ich habe einen Trick. Wenn ich einen Schritt das erste Mal lerne, sage ich die Bewegung laut. Etwa so. Vorderpfote vor, Hinterpfote Seite. Ach, so ging das. Das probierte Chase sofort aus. Vorderpfote vor, Hinterpfote Seite. Und es klappte. Hab's kapiert. Wow! Achtung, jetzt hinsetzen und Drehung! Die Drehung mussten beide noch ein wenig üben. Oh. Ihr habt beide die nächste Stufe erreicht. Ja! Ich brauche jetzt eine Trinkpause. Eine gute Idee. Ryder füllte sofort frisches Wasser in die Näpfe und stellte sie hinaus in die Sonne. Skye und Chase ließen es sich schmecken, als Marshall und Rubble angelaufen kamen. Ist die neue Bell Bell Boogie schon da? Die soll im Laufe des Tages kommen. Ich kann's kaum erwarten. Ich habe fleißig die Drehung geübt. Passt auf! Aber Marshall drehte sich so schnell, dass er das Gleichgewicht verlor und in Ryders Armen landete. Gut gefangen, Ryder. Doch die Freunde wurden unterbrochen. Hallo, hier ist Ryder. Ryder, wir haben ein riesengroßes Problem. Ein Zugwaggon ist entgleist und hat die Schienen verbogen. Jetzt kann der heutige Zug nicht in die Station fahren und er bringt eine äußerst wichtige Lieferung. Ich brauche Hilfe. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Als die Chips an ihren Halsbändern zu blinken begannen, rutschte Rocky, der kleine Mischling, gerade die Rutsche auf dem Spielplatz hinunter. Paw Patrol zur Zentrale. Und Labrador Zuma sauste auf einer Drehscheibe im Kreis herum. Warte mal. Oh oh. Die Fellfreunde machten sich sofort auf den Weg zur Zentrale. Wobei Marshall es mal wieder besonders eilig hatte. Und Drehung. Und da landete, wo er eigentlich gar nicht hingewollt hatte. Wartet auf mich. Der gläserne Fahrstuhl brachte sie ganz nach oben. Unterwegs schlüpften die Freunde in ihre Einsatzanzüge, setzten die Helme auf und überprüften die Rucksäcke mit ihrer Ausrüstung. Die Helfer auf ihr Pfoten sind bereit, Ryder! Fellfreunde, es gibt einen Notfall in der Abenteuerbucht. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm, drückte aber auf den falschen Knopf. Oh ja! Tanze Bell Bell Boogie! Tanz den Bell Bell Boogie! Entschuldigung, Ryder. Bin bereit. Hey, super coole Schritte, Marshall. Doch nun schaltete Ryder um. Ein Zugwaggon ist entgleist und hat dabei einige Schienen verbogen. Wir müssen den Waggon vom Gleis räumen und die Schienen reparieren, sonst kann der Zug nicht in unseren Bahnhof fahren. Aber das neue Bell Bell Boogie 2 kommt heute mit dem Zug. Ganz neu. Bell Bell Boogie 2. Ich muss tanzen. Ich muss aufhören damit. Okay, ich bin bereit. Diesmal wirklich. Chase? Bei diesem Einsatz musst du deine Seilwinde benutzen, damit du den schweren Waggon vom Gleis ziehen kannst. Das ist ein Fall für Chase! Rubble, du musst die verbogenen Schienen ausgraben und neue Schienen verlegen. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Chase, der Polizeihund, sauste in seinem blauen Einsatzanzug zu der großen Rutsche hinüber, die direkt bis ins untere Stockwerk reichte. Dort stand sein Polizeiauto bereit.
Mit einem Satz sprang der kleine Schäferhund hinein und schaltete das Blaulicht ein. Rubble war dicht hinter ihm und rutschte ebenfalls hinab. Er landete in seinem gelben Bagger, machte die Schaufel startklar und legte den Sicherheitsgurt an. Ryder schwang sich auf sein rotes Quad mit den vier dicken Rädern und fuhr voraus. Chase und Rubble folgten ihm. Der Unfall hatte sich kurz vor dem Bahnhof ereignet und Bürgermeisterin Gutherz war sehr erleichtert, als sie die drei kommen sah. Gut, dass ihr hier seid. Es ist eine Katastrophe. Die Schienen sind verbogen. Der Waggon ist zu schwer, man kann ihn nicht bewegen. Und der Zug soll in wenigen Stunden hier sein. Wenn jemand das schnell reparieren kann, dann die Paw Patrol. Chase, kannst du den Waggon wegziehen, damit wir die Schienen reparieren können und der Zug durchfahren kann? Wird sofort erledigt, Ryder. Der kleine Schäferhund lenkte sein Polizeiauto direkt neben die Schienen und befestigte den Haken seiner Seilwinde an dem entgleisten Waggon. Ja, gut gemacht, Chase. Okay. Jetzt konnte Chase ihn problemlos von den Schienen ziehen. Ja! Erstklassig! Aber das nächste Problem wartete schon. Die Schienen sind verbogen. Und seht mal, dieses Teil ist... Rubble blieb mit seiner Pfote zwischen den Schienen hängen. Rubble, hast du dir wehgetan? Die Bulldogge betrachtete ihre Pfote. Schon gut, nichts passiert. Mir fehlt nichts. Autsch! Meine Pfote. Ich glaube, Kathi sollte sich deine Pfote mal ansehen. Ich rufe den Lokführer an und sag ihm, er soll den Zug anhalten. Hallo? 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 Der Lokführer hörte das Klingeln aber nicht. Kein Wunder, denn der Fahrtwind hatte das Handy aus dem Zugfenster geweht. Also brachte Ryder Rubble zu Kathi. Der Lokführer ist nicht rangegangen. Wie geht's, Rubble? Er hat sich die Pfote verstaucht. Nicht auftreten und kühlen. Aber ich brauche doch meine Pfote. Ich muss ein Bahngleis reparieren. Du ruhst dich jetzt aus. Jemand anders muss deinen Bagger fahren. Das kannst du machen, Ryder. Ich meine, du hast mir beigebracht, wie man damit fährt. Also, ich glaube nicht, dass ich die richtige Größe dafür habe. Aber ich versuche es mal. Ryder machte sich auf den Rückweg zur Unfallstelle, wo Chase auf ihn wartete. Aber er war eindeutig zu groß für den kleinen Bagger. Es passt nicht. Zeit für Plan B. Was ist Plan B? Das bist du, Chase. Hä? Chase war sich da nicht so sicher, hüpfte aber trotzdem in den gelben Schaufelbagger. Ich weiß nicht. Ich bin doch noch nie mit Rubbles Bagger gefahren. Keine Sorge, ich sag dir, was du tun musst. Fertig? Das ist ein Fall für Chase, Ryder. Okay, ist ganz einfach. Drück auf den grünen Knopf zum Losfahren. Das war ja nicht schwer. Was jetzt? Jetzt drückst du den Schaufelhochknopf, drückst aufs Gas und gehst langsam von der Bremse. Schaufelhochknopf? Aufs Gas drücken? Oh, Moment, die Bremse. Langsam, zu viel Gas. Nein, das ist der Bohrerarm. Wo kommt der Hügel denn her? Chase brachte einfach alles durcheinander und wusste schließlich nicht mehr, wo oben und unten war. Chase! Aufdrücken zum Anhalten! Chase, ist alles in Ordnung? Mir ist etwas schwindelig, aber es geht schon. Der Zug kommt immer näher Richtung Bahnhof. Und die Schienen waren immer noch kaputt. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Tut mir leid, Ryder. Ich wusste nicht, wohin mit meinen Pfoten. So ähnlich wie beim Bell-Bell-Boogie. Das ist es! Du tust mit den Pfoten, was ich dir sage. So wie Sky es beim Bell-Bell-Boogie macht. Ja! Fang an mit dem viereckigen Knopf auf der linken Seite. Der viereckige Knopf? Welcher ist das? Das Radio. Drück drauf. Okay. Fertig? Eins, zwei, drei und linke Pfote, Hebel runterziehen. Linke Pfote, Hebel runterziehen. Rechte Pfote runterdrücken. Rechte Pfote runterdrücken. Er bewegt sich. Ist ja viel leichter, als ich dachte. Wow! Der Schaufelbagger setzte sich tatsächlich in Bewegung. Linke Pfote, schwarzer Knopf. Linke Pfote, schwarzer Knopf. Oh ja, jetzt hab ich's. Au! Ohne Probleme schob Chase nun die verbogenen Schienen von den Gleisen. Prima. Jetzt müssen wir nur noch die neuen Schienen verlegen. Und das übernahm Ryder. Mit Erfolg. Puh, das war's. Die Schienen sind repariert. Gerade noch rechtzeitig, da kommt der Zug.
Dank der Fellfreunde konnte der Zug sicher in den Bahnhof einfahren. Bürgermeisterin Gutherz war außer sich vor Freude. Ja! Oh, du hast das Gleis repariert, Chase. Was bist du für ein braver Hund? Oh ja, genau da. Ich wusste, dass die Paw Patrol das schafft. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Der Lokführer kam auf sie zu. Ich habe ein Päckchen für Bürgermeisterin Gutherz und die Paw Patrol. Danke, und genau rechtzeitig. Das neue und bessere Bell Boogie 2. Ja, es geht los. Ja. Die Bürgermeisterin war so begeistert, dass sie ausgelassen über den Bahnsteig tanzte. Ja. Ja. Ryder, darf ich spielen gehen? Ich meine, Boogie tanzen mit Sky? Klar kannst du das. Du warst echt super. Das hast du dir verdient. Chase lief sofort zurück zur Zentrale. Auch Rubble, Ryder und die Bürgermeisterin kamen mit und wurden von den anderen Fellfreunden freudig begrüßt. Und dann probierten sie gemeinsam das neue Spiel aus. Ja! Ja! Mit mehr oder weniger Erfolg. Besonders Marshall kriegte die Drehung immer noch nicht richtig hin. Aber Bürgermeisterin Gutherz fing den kleinen Dalmatiner auf. Danke, Bürgermeisterin.